Mara macht voll die Sounds. Ja, Movo eingestellt. Oh, Gott, hat eine Langeweile gehabt. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade so ein bisschen am Nachforschen von gar nichts. Das muss ich eben nachmachen. Wo ist mein Handy? Scheiße. Wenn die Jugendlichen Insta-Bilder machen. Ich guck dir mal so aus, ob ihr gegen einen 10-Watt-Ventilator guckt. Ich mach's mal so. Magnum. Achso, ich weiß nicht, wer du meinst. Nein! Natürlich! Du stehst im Keller, Alter! Wo? Du meinst das Studio-Bild. Mach ich da auf, ich hab mein Handy nicht mit. Jetzt zeig ich dir das Bild. Auf WhatsApp hat er das doch. Mehrere, ja, ja, mehrere. Ja, ja, ja. Und da guckt Manu, zieht die Augen immer so zu, so. Einfach durchziehen. Ja, weil, guck dir an, du guckst ja ganz normal. Nein, so guckst du nämlich normalerweise. Gib mir. Und wenn er zu Hause ist, ich weiß, was der jetzt meint. Und da merke ich, dass ich einfach ein älterer Typ werde und mir denke, man guckt doch nicht einfach normal in die Kamera. Ein bisschen. Ja, beim Sport war ein bisschen kaputt. Was ist los? Ah, müde. I love it. Ciao. 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 Tschüss. Claudio. Bitte. Was ist mit euch? Was ist hier WhatsApp hier? Ja, ich. Ist das dein neuer Lover, Enrico? Ja. Aber was für einer? Ja, ich komme jetzt einfach. Hallo. Das Timing ist wieder am Arsch bei uns. Ja, wir konnten gerade nicht weitermachen, aber machen einfach jetzt weiter. Ja. Und zwar sind wir eigentlich im Camaro-Video. Mhm. Camaro, auch auf der Lassisee gefahren und fährt ja auch ganz schön und gut, alles schick. Doch, was man gewissermaßen merkt ist, das ist kein Vorwurf, der Amerikaner ist vom Fahrwerk-Setup her extreme Schritte nach vorne gegangen. Das muss man so hart sagen, weil der Amerikaner den europäischen Markt ja nie so wirklich in Augenschein hatte. Dann wurden ein paar Autos mal hin exportiert, aber dann haben die gemerkt so, oh, die Amis beschweren sich irgendwie, das fährt irgendwie nicht so geil. Auf dem Freeway 101 in Los Angeles, da fährt das geil. Aber auf der B1 in Dortmund fährt das nicht so geil. Trotzdem haben sie sich extrem weiterentwickelt. Das Fahrwerk ist auch für das, was das Auto so kann, sehr gut. Wenn du aber hart ans Limit gehst, vor allen Dingen im Regen, dann würde ich sagen, ist die Feinfühligkeit geht so. Und dann kommt der Faktor Design, große Räder, relativ schweres Auto, dann wird so eine Abstimmung von einem Fahrwerk immer feinfühliger. Und dann kann es mal passieren, dass so ein Fahrwerk immer stockeliger wird. Mhm. Und da wollen wir ein bisschen gegenarbeiten. Ich meine, es war klar, dass wir ein Fahrwerk einbauen, ne? Das war klar. Und ich habe auch überlegt, bauen wir ein Luftfahrwerk ein, machen das Auto auf Show oder versuchen wir aus dem Camaro das Beste rauszuholen, was er so kann. Jetzt mit Lassisee im Hinterkopf finde ich es eigentlich ganz geil, Autos zu optimieren, so gut wie es geht an Performance. Auch Luft wird auch kommen. Ein paar geile Ideen zu dem Thema. Oh oh. Du weißt was, ne? Ja, noch nicht ganz, ne? Doch, obwohl, doch, klar. Ja, 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 sicher. Ich weiß. Ich dachte jetzt in Bezug auf diesen Kollegen. Nein, nicht auf den. Und somit haben wir ein KW V3 Plus für den Camaro uns gedacht, um halt einfach zu gucken, wo das Ende der Fahnenstange so fahrdynamisch ungefähr sein kann. Plus steht für was? Kommen die Fahrwerke dann direkt vom KW oder werden die dann nochmal? Das ist auch, glaube ich, auch mit Stützlager. Wir packen es mal genau aus. Wir haben einfach das Höchste genommen, was so technisch geht. Weil dieses Plus ist doch relativ neu, glaube ich. Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört. Ja, V4 ist ja jetzt auch eine Option. Aber der Grund, warum dieses aufwendigere Fahrwerk beim Camaro ist, weil ich denke, da ist viel zu holen. Weil die Grundkonstruktion eines Automobils, ob GT2 RS oder was weiß ich was, ist eigentlich meistens nur unterschiedlich von den Gewichten, von der Gewichtsverteilung. Motor vorne, Getriebe hinten. Motor vorne, Getriebe vorne. Motor hinten, Getriebe hinten. Da sind so die Unterschiede drin. Aber wenn du da wirklich ganz feinfühlig rangehst, bin ich der Meinung, kannst du ähnliche Performance aus fast jedem Auto rausholen. Nächster Punkt ist Reifenauflagefläche dann bei dem Auto. Reicht das wirklich aus? Genau, Stilllegungssatz. Eine elektronische Dämpferverstellung der Camaro serienmäßig. Ja, das ist Druck- und Zugstufenverstellung. Was wir haben. Dann bin ich mal gespannt, wie feinfühlig das ist. Zum Beispiel so Fahrsituationen,
Wenn du auf dem Bordstadt zufährst, kommt vorher nochmal so eine kleine Kuppe. Mhm. Die ist vielleicht mal mitgefahren. Und diese Kuppe macht ja extrem Unruhe ins Auto. Das war bei ihm echt ein Problem. Weil du hast dann überlegt, als Fahrer, ich bremse lieber das Auto vorher zusammen, um nicht diese Unruhe zu haben, und du hämmerst voll in den Bordsichtplatz rein und bist zu weit drin. Ich denke, dass das Fahrwerk nachher in diesen Stresssituationen bedeutet Bremsphase mit Bodenwelle. Jetzt müsst ihr euch überlegen, das ist unser Camaro. Der ist jetzt so waagerecht, okay? Wenn ich jetzt bremse, ja, dann macht er so. Dann knickt er vorne ein und hinten entlastet er die Achse. Wenn der jetzt vorne in die Achse reinknickt und dann macht kommt eine Bodenwelle. Das Auto ist ja schon nach vorne geknickt. Das Auto sagt ja dann nicht, wenn die Bodenwelle kommt, habe ich keine Zeit für, weil ich bin ja schon am Bremsen. Das geht ja nicht. Also in dem Moment, wo die Bodenwelle kommt, kommt ja noch mehr Druck drauf, weil das Fahrzeuggewicht geht vorne rein. Die Straße aber unten macht so einen Buckel. Das heißt, in diesem Moment ist die Belastung auf die Vorderachse mit einem V8-Motor vorne extrem hoch. Und ich glaube, da ist das Camaro-Fahrwerk nicht in der Lage, diese Reserven aufzubewahren. Und dann kommt danach auch noch ein Lenkbefehl. Und dann, wenn der Lenkbefehl kommt, Leute, müsst ihr euch überlegen. Eigentlich volles Paket für so ein Fahrwerk, ne? Genau, das ist volle Test fürs Fahrwerk. Und dann ist dann auch die Höhe des Autos. Das heißt, die Schwerpunktverlagerung kommt ja noch. Das heißt, du bremst, Bodenwelle, Stress, Lenkbefehl. So, und dann sagt der Dämpfer irgendwann und der Reifen auch, ey, war eine geile Idee. Aber der Typ ist mir zu krank. Aber das ist jetzt hier drin, jetzt bin ich hier raus. Somit wollen wir den Schwerpunkt auch ein bisschen runterkriegen und glaub mir, 2, 3, 4 Zentimeter machen einen Unterschied in Verbindung mit einem feineren Dämpfer von dem Arbeiten her total. Das heißt, wir wollen gucken, ob wir dort wirklich etwas mehr, nicht böse gemeint, europäischeres Fahrverhalten in den Camaro reinkriegen. Ne? Und ich bin mir sehr davon überzeugt, dass das auf jeden Fall auch geht. Und das ist der nächste Schritt, den wir jetzt machen. Das heißt, wir gucken uns das Dämpferfahrwerk nochmal an. Hier unten ist die Bumpverstellung, Druck. Und oben Zug. Auf der Hinterachse auch. Und das ist auch sehr gut gemacht, dass du es nämlich hier verstellst. Warum? Weil du kommst dann nämlich oben nicht mal an den Dämpfer dran. Es gibt so viele Fahrwerke, die kannst du nämlich im eingebauten Zustand gar nicht mehr verstellen. Und macht auch keine Sau. Ich kann nämlich Druck und Zug verstellen, ne? Wie viele GTR-Fahrwerke? Dann musst du oben die Boxen ausbauen, Rücksitze ausbauen, fummelst rum, macht keine Sau. So, Druck, Zug, hier oben Rebounds und hier unten ist der Bump. Wir verwenden natürlich wie immer erstmal das KW-Setup, aber in der Regel mache ich immer einen Tick weicher. Gucken wir mal. So, Fahrwerk kommt rein und dann geht's los, meine Hasen. Ich bin heiß. Tschüss. Hallo Movo! Hallo! Hallo Movo! Hallo! Du bist Grimo. Nicht Nobby! Nein! Was macht Nobby? Nobby schneidet. Oh. Leute, hier ist heute was los. Hier ich habe was Geiles gleich zum Zeigen. Ich habe eine Theorie dazu. Zeig gleich. Okay. Zieh. Achso. Okay. Oh, Herr, jetzt zwei Tauschen. Herr Gucker! Hier verbauten. Hä? Nein, wir haben es noch nicht geklärt. Alfred! Also, Thema, Camaro-Fahrwerk ist drin und was ich euch nämlich zeigen wollte, wir waren gerade nicht beim Verschränken und jetzt schaut euch mal an, was für ein Stabi da drin ist. Was? Das heißt, also Verschränken bedeutet, der ist jetzt vorne links hoch und hinten rechts hochgebockt, okay? Ja. Auf den Rampen drauf. Bedeutet, das Auto liegt jetzt wirklich voll in den Stabis drin. Und normalerweise passiert das wie auf der Vorderachse hier, siehst du das? Dass es ausfedert und dass er halt, dass der Stabi so weich ist, dass er nicht zulässt, dass die Fahrzeugmasse, dass so, oder dass die Fahrzeugmasse ist zu hoch und verbiegt den Stabi. Aber auf der Hinterhand hier schafft er das nicht. Und ich glaube, der Ami holt über dieses Verhalten folgende Faktoren. Der holt das Gefühl einer gewissen Sportlichkeit, hey, der liegt wie ein Brett. Tut das Vertrauen auf die Reifentechnologie, dass der Reifen das Auto hält. Aber im gleichen Moment war ja der Punkt, dass das Auto ausfällt. Der Driftfaktor ist ja sehr hoch. Jetzt müsst ihr euch überlegen, du fährst in eine Kurve rein, der Stabi hält das Auto fest, ne? Auto kann nicht so viel wanken. Wenn es ein bisschen wankt, holst du ein bisschen Gemächlichkeit ins Auto rein. Stabi ist jetzt hart, du gibst Gas, die Reifentraktion kann nicht übermitteln im Moment, wenn das Auto zum Beispiel im Regen fährt oder nass ist und wumm. Bricht es sofort halt aus. So, wir haben gerade mal gemessen. Folgende Situation, wir haben hinten kein Restgewinde mehr. Wir haben aber vorne noch ein bisschen Restgewinde und wir sind 1 Zentimeter über Mindesttiefe vom Gutachten.
Das heißt, was wir jetzt machen, wir schrauben die vorne jetzt noch einen Zentimeter, oder ein bisschen einen Zentimeter ran runter, weil das haben wir noch. Das hier ist zwar schon sehr, sehr eng, ne? Wenn man das so sieht, aber das ist auch so, ne? Mhm. Das ist ja so Gummiding. Das heißt, eigentlich ist ja das Maß. Das ist halt noch relativ hoch. Ja, ich würde sagen, wir fahren gar nicht jetzt groß auf der Straße, sondern wir machen es direkt auf der Lassisee. Mhm. Es gibt nämlich einen neuen Trick, wenn man auf die Lassisee sieht. Man kann nämlich nicht schnipsen auf die Lassisee. Ah, okay. Putzelbaum oder was? Hä? Putzelbaum? Nee, Lassisee geht. Lassisee, weil es ist ja sehr schnell und sehr dynamisch. Lassisee geht immer so. Hallo, geklappt. Easy. So, jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangssituation. Und zwar haben wir jetzt ein KW-Fahrwerk drin. V3 Plus, also wirklich druckzugmäßig ziemlich auf Zack. Können wir auch noch verstellen, im Fall der Fälle, wenn es nötig ist. Aber wir fahren erstmal mit dem Setup, was KW so liefert. Was mir im ersten Moment schon mal direkt auffällt, was angenehm ist, ist die Schwerpunktgeschichte, also wo ich sitze, weil man kam sich schon ein bisschen hoch vor, dafür, dass es eigentlich ein Coupé ist. Aber man denkt gar nicht, dass das so einen Unterschied macht, ne? Jetzt, wenn er über die Bodenwelle hier fährt, fühlt sich schon... Ich hätte das auch bei meinem Auto niemals gesagt. Wie krass das ist. Ja. Diese V3-Fahrwerke lyncht mich, aber das ist der blanke Wahnsinn, ne? Was ich vorher gesagt habe, dass man die Reifen viel wärmer fahren muss, boah, krass. Also was man immer merkt, wenn man mit Fahrwerken über diese Huckel da fährt, lecko funny, Alter. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist aber ziemlich geil. Also was man merkt ist, dass das Fahrwerk, das ist schon ein Beweis, dass das Fahrwerk wirklich viel feiner ist, ist der kalte Reifen, Leute. Der kalte Reifen macht schon eine bessere Performance. Ich spreche ja schon mal dafür, dass das Fahrwerk viel feiner arbeiten kann. Neigt aber auch sofort, dass man übertreiben will. Ja. Die ganze Kuppe ist aufgrund des Fahrwerkes jetzt schon viel, viel, viel angenehmer vom Fahren, weißt du? Okay, Vorderachse muss trotzdem viel wärmer werden, der Reifen. Und hier bin ich sehr guter Dinge. Ja, ich auch. Da bin ich sehr guter Dinge. Dass das wirklich einen geilen Unterschied macht. Auto fühlt sich auch leichter an. Aber jetzt kann man auch schön sehen, wenn man das Auto überfährt. Jetzt hör mal hin. Ja, Mann. Das hört man. Ja. Und darunter wollen wir bleiben. Dieses Geräusch ist, wenn das Fahrzeuggewicht und das Gripniveau des Reifens und die Dämpfkraft vorne rechts an dem Dämpfer einfach an einen Punkt kommt, wo er nicht mehr das Fahrzeuggewicht vernünftig um die Kurve tragen kann. Ja? Das heißt, wenn du schnell fährst, versuchst du immer hier zu fahren. Weil achte mal auf meine Hand, wie wenig Handbewegung. Siehst du? Ich war genau an der sensiblen Stelle, wo das Gripniveau noch da ist. Das heißt, das Verhältnis zwischen Lenkwinkel und Übertragungskraft ist schön. Manche Autos überfährt man immer so ein bisschen, dann bist du schneller, ja? Jetzt bin ich noch nicht so viel Camaro gefahren, jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich genau der Punkt ist. Nee, würde ich eher sagen, nein. Weil ich glaube auch, dass der Reifen, der drauf ist, der Goodyear jetzt hier, schon eher ein Brot-und-Butter-Motor-Reifen ist. Das heißt, es ist so ein Alleskönner, der ist, glaube ich, relativ hart. Wenn man hier also einen weicheren Reifen drauf macht, kann ich mir vorstellen, wie das Auto das schon sehr gut finden. Rundenzeit, ne? Die Bremse ist schön warm. Boah, Bremse hat Power.
56 erste Runde. Das ist schon mal schneller. Da gehe ich ganz stark von aus. So, jetzt machen wir mal dicke Eierprogramm und fahren mit allen Regelsystemen aus. Gucken mal, wie viel das schneller ist. Ich glaube, das ist ein Tick schneller. So, Runde Nummer 2. Schön. Das Fahrzeuggewicht, das Auto fühlt sich viel leichter an als vorher. Yes. Geil. Zum Beispiel bei so einer Aktion wie jetzt gerade bin ich mit Volllast wirklich aus der Kurve da raus und das Auto hat mir keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Du musst halt jetzt nur den Reifen schön einsetzen, weil das Fahrwerk kann viel mehr als der Reifen. Langsamer, wundert mich echt stark. 56,4 Sekunden. Also, jetzt geht's los, dritte Runde. Der Reifen ist das Problem. Reifen und Sturz an der Vorderachse. Da bin ich jetzt langsamer gewesen, das zeigt mir das Gerät an. Komm rum, komm rum. Ja, auch sehr solide in der Zeit, sehr vergleichbar. Alle drei Runden waren im 56er-Bereich oder sowas. Ich glaube auch, dass dort nicht wirklich viel mehr geht als diese Zeit jetzt. Ja, was man merkt, das Auto ist einfacher zu fahren. Auto ist einfacher zu fahren. Warum mal die Jonas? Also ich weiß die Zeit nicht mehr ganz genau. Der Movo macht die Kameras aus. Ich weiß nicht mehr die Zeit ganz genau, wir sind jetzt 56 Sekunden gefahren. Ich glaube, das sind auch zwei Sekunden schneller als die Serienzeit vorher. Die Problematik macht sich mehr und mehr bemerkbar. Ich lese auch gerade was hier. Das ist ein Run-Flat-Reifen. Bedeutet, dass, glaube ich, die Flanke relativ hart ist. In Verbindung mit dem Gewindefahrwerk jetzt kann das eine sehr bissige Kombination sein, weil die hier nicht mehr wirklich walkt. Und wenn die nicht walkt, dann will er über die Reifen schieben. Was er aber nicht so stark tut, weil wenn er doll über die Reifen schieben würde, schau mal hier, ja, dann würde dieses Riffelzeug hier noch weiter runtergehen. Das heißt, wir sind vom Abfahrbild eigentlich relativ schick. Ich glaube, ein Hauch Sturz wird ihm gut tun an der Vorderachse und ein weicherer Reifen. Das sind jetzt so die beiden Sachen. Trotzdem ist die Zeitenverbesserung mit dem Fahrwerk echt krass und ich fahre echt auf Rille. Sieht doch gut aus. Ne? Und ich bin jetzt nicht so quer gefahren. Ne, nur die letzte. Ja. Die letzte war ein bisschen. Ja. Das sind die beiden Geschichten. Wo wir jetzt weitermachen bei dem Camaro, weiß ich gar nicht genau. Ich würde sagen, ein bisschen Optik auch, ne? Ja, wäre ich auch dafür. Der sieht ja ein bisschen harmlos aus, weil guck mal, wenn der so, der guckt ja total sympathisch zuvorkommend rein. Der guckt ja gar nicht. Nee. Oder? Nee, so gar nicht. Nö, bin ich auch. Nee. Und weil der gar nicht so böse guckt, machen wir einen kleinen tiefen Bohren. Tschüss.
eins haben wir noch vergessen. Wir müssen ja das schicke Element einbauen mit unserer Tafel. Genau. Wir springen mal eben ins Büro. Muss ich jetzt wieder springen? Wäre ganz geil eigentlich. Okay. Krass, ey. Mach das dich schon an. Fahrzeuge später. Hä? Also, die 56.0, wenn ich so drüber nachdenke im Nachhinein, ist echt krass. Ja. Ist echt Wahnsinn. Aber ich denke, was das, der Punkt ist, dass einfach dieses amerikanische Setup, der schon sehr europäisch ist, der Camaro, mit dem großen Motor zurechtkommt, aber nicht bei dieser engen Fahrweise und das Fahrwerk dann ehrlich aus dem Auto das gute Paket macht erst. Mhm. Und das Ding ist, wir bauen die Sachen hier ein und mein erster Fahreindruck ist ja dann auch immer relativ kurz danach. Das heißt, ich kann das noch nicht so richtig verdauen immer, wie viel das besser ist. Aber jetzt bin ich mit dem Fahrwerk gefahren, 1000 Kilometer ungefähr mit dem Fahrwerk drin. Und jetzt ist es noch deutlicher und noch klarer. Deswegen, wir notieren mal eben die Zeit. Ich finde es mal ganz angenehm, wenn ich ein paar Tage später drüber nochmal rede, weil das dann... Kann man sich das nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Genau, nicht Adrenalin unbedingt, aber du bist, du guckst distanzierter drauf. Das ist eigentlich ganz geil. Also, Fahrwerk. Moment. 56.0 und bleibt somit auch auf jeden Fall das schnellste Auto. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist schon echt eine krasse Ansage. Das ist wirklich schnell. Ist wirklich schnell, aber die Strecke ist ja genau der Punkt, der Borsigplatz. Wenn das Fahrwerk zu steil im Stratthaus steht, wenn der Dämpfer nicht hart genug ist, kann der Reifen seinen Job nicht machen, Auto schiebt drüber. Dann Breakdance herum, etwas höheres Tempo, eine Linkskurve, dann eng aus der Kurve raus, da kann das Fahrwerk nicht so viel zeigen, aber wo alle Sportfahrwerke bis jetzt ihren Job, auch die Videos, die noch kommen, ihren Job extrem machen, ist bei dem Sprungstück. Auch wenn du mitfährst. Ja. Du kennst normalerweise, du kommst auf diesen Hügel drauf, beim E46 war es ganz schlimm. Du kommst drüber, Auto, Fahrwerk taucht aus und dann sappelt sich das so und dann ist es unheimlich nervös auch. Das ist halt jedes Mal mit dem Fahrwerk komplett beseitigt. Vielleicht werden wir auch noch Autos haben, die das nicht machen. Du hast im Video gesagt, mit mehr Sturz und einem weicheren Reifen könnte man noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Was denkst du, was da noch so geht? 55,2. Ja, doch. Krass. Ja. Und Leistung, bringt das auch was oder denkst du, nein, Leistung macht keinen Sinn? Nein, die Videos kommen demnächst, dass wir auch mal gucken, ob ein leistungsstärkeres Auto da wirklich mehr rausholt. Die Pylone kommen jetzt bei den nächsten Videos, ja. Ist in dem Video jetzt noch nicht. Aber die Pylonen sind auch so aufgestellt, dass das schon sehr nah kommt zu den Zeiten, zu den Runden, die wir da gefahren sind, dass das da nicht so viel verfälscht. Ja, und wie gesagt, wir müssen uns auch eingrooven, für uns ist es ja auch Neuland. Ja. Ne? Ich habe auf jeden Fall viel Spaß. Ich muss es wieder weitermachen. Ich habe nämlich gerade ganz kreative Phasen. Ja, heute morgen auch. Ja, aber jetzt gerade noch mehr. Okay.